Frage, wie kommen wir da hin? Und deswegen sind wir ja auch heute hier, weil einer der Verursacher oder der Hürden, warum wir noch keine solidarischen Stadt haben, hier sein Bürositz hat. Das ist der Schröder. Herr Schröder ist der Vermieter von dem Betroffenen, der zum Ende auch noch ein kleines Interview gibt. Aber erstmal möchte ich mit euch zusammen kurz darüber nachdenken, nachdem wir gehört haben, wie groß das Bündnis ist, was der nächste Schritt ist. Und bei diesem nächsten Schritt ist nicht ganz einfach, weil der Herr Schröder fühlte sich ja sofort bedroht, weil zwei Aktivisten und der Betroffene vor seiner Tür standen, zu dritt, wie gesagt. Und einfach mal nachgefragt haben. Also, dass er sich bedroht fühlt, heißt auch, er weiß, in welcher Position er selber ist und was er macht. Und da möchte ich ein Stückchen weiter nachdenken mit euch zusammen, weil hier sitzt Nuria zum Beispiel. Nuria ist überhaupt der Beginn des Bündnisses, weil Nuria hat irgendwann einen Zettel an den, oder mehrere Zettel an ihr Fenster gemacht und gesagt, ihr könnt mich hier raustragen, ich gehe hier nicht raus. Und viele Leute haben das gelesen und haben gesagt, ja, Nuria, wir sind bei dir. Ja, und schön, dass du heute da bist. Und hier ist auch ein Mieter von den Palisadenpanthern. Kalle hat zusammen mit seinen Bewohnern es geschafft, die Mieterhöhung zu drücken und zunächst einmal Beruhigung in die Aufwertung seiner Wohnanlage zu bringen. Schön, Kalle, dass du da bist. So, und da sind wir auch schon auf dem richtigen Weg. Was uns verbindet ist, wir kaufen nicht eine Ware, machen Profit und gehen nach Hause und sind einsam. Wir erleben miteinander Solidarität und sind viele. Und jetzt ist nur noch die sensible Frage, von wem geht die Gewalt zuerst raus? Von uns, wenn wir Herrn Schröder mit den sozialen Folgen seines wirtschaftlichen Handelns konfrontieren, oder von Herrn Schröder und seinen Freunden selbst? Und ich glaube, dazu gibt es einen kleinen Redebeitrag.